schönes Zeichen, dass wir ein bisschen wieder der Welt ein bisschen nach auch möglich in alle Medien, mit denen man wieder schreiben kann, Zeichen zu setzen, in solchen Politiken zu haben. Ein schönes Zeichen, dass wir ein bisschen wieder der Welt ein bisschen mehr schreiben kann. Thank you.
kaum jemand erinnert. Das multimediale Erleben der heutigen Wiederholung mit den simulierten Technik wiederholen von der Ausziehung. Es gibt Computerspiele, die ergreifender Volleres. Fragt man in der Galerie natürlich nicht mehr. Schon in den 60ern hatte ich diese Preise überhaupt gerechtfertigt. Dazu oder nicht? Kunstwerk dazu oder nicht? Händischen neuen Kreisen lagern in den Gary Schum bei der Entwicklung von Bildschirmschonern als Kunstszenen Fallprodukte bei der Entwicklung. Es gibt Kinofilme, die beeindruckendere Bilder ästhetisch wertvoller mit ergreifenderer Szenen enthalten als unscharfe Computerspiele, die an Computerkunstwerk Berliner Galerie. Es gibt Kinofilme, die beeindrucken. Computerspiele, die ergreifen. Doch neues Video natürlich nicht mehr. Die Aktion. Dann zum Kunstwerk, dazu dann die Cineasten müssen mit ihrer Arbeit zu bequemer sind oder auch Wird der Inhalt nicht verändert, wenn die Arbeit irgendwie produziert wird. Könnte so Max Beckmann bräuchte ich jetzt nicht zu malen. Was besser sind nicht dieses Mediums aufzuzeigen oder etwas im Internet. Die Stereotypen des Internets zu verweilen ist keine kunstverdächtigste Sache. Dieses Mediums aufzuzeigen oder etwas im Internet ist verdächtigste lange Erklärungstexte, die Kunst auf ein kompliziertes und intellektuelles Kommunikation findet, der besser diese reduzieren. Die Dimension der Künstler einfach so frei kommunikativ gesetzten Nachwort für mich ärgern. Kunst, sagte einst Norbert Kricke, entsteht aus den Menschen, der Mensch und Welt erlebt und dieses Erleben mit bildnerischen Mitteln niederschreibt. Natürlich ist es demnach auch möglich, in alle Medien, mit denen man niederschreiben kann, Zeichen zu setzen, wie man solche
Höhlenzeichen ist heute bis zum Mitternacht, wer welches Medium dabei als neu empfindet, ist relativ. Professionelle Kunstschaffende können nicht im Multimediale das Multimediale erleben der heutigen Welt in ihrer Arbeit in einem Krisenfall. Also man sollte die einzelnen Zeichen aber quer durch die Medien vergleichen und sich davon üben, diejenigen für Kunst zu halten, die bereits erlebtes künstlerisch formuliertes nur in einer anderen neuen belegten Technik wiederholen. Nur dokumentieren oder destruktiv, unsinnlich verhunzen. Es gibt Kinofilme, die beeindruckender, ästhetisch wertvollere, inspirierendere Szenen enthalten als unscharfe, verwackelte Artemis. Es gibt Computer-Szenen enthalten als unscharfe, verwackelte Artemis. Es gibt andererseits werden technisch perfekte Programme gehalten von hobbykreativen Computerprogrammierern, die ihre Abfallprodukte bei der Entwicklung von Bildschirmschonern als Kunstprogrammierern, die ihre Abfallprodukte bei der Entwicklung von Bildschirmschonern als Kunst sehen. Kommt Kunst also doch einfache VHS-Kopien, doch neues Video natürlich nicht mehr. Schon in den 60ern hatte man Lagern in Geläusige dokumentieren, statt selbst konstruktiven künstlerischen Zeichens zu sein. Da kannst du zum Kunstwerk dazu. Gehört der TV und Computerkasten dann zum Kunstwerk dazu oder nicht? Gehört der TV und Computerkasten dann zum Kunstwerk dazu oder nicht?